Herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2 im Story Mode. Wir haben im letzten Part den Oktopressor, den wir schon aus Splatoon 1 kennen, besiegt. Und jetzt sind wir hier in Welt 4 und decken alles auf und holen uns alles, was hier so rumliegt. Zum Beispiel Eier. So. So kommt man hier hoch. Okay. So. Warum war das da? Achso, nur da zum Weg versperren. Okay, gut. Das ist der Grüne. So, den Grünen machen wir ja immer erst, wenn... wenn hier alles einigermaßen eingefärbt ist. Oh, und wir unsere... Routen... offen haben. Holy shit. Ich hatte gerade kurz Angst. So, hier haben wir Level 21. Da unten ist auch ein Level. Okay, kann man das einfärben? Sieht schon farblos aus. Zoing. Woo! Achso, man kann mit den Dual-Klecksern anscheinend aus der Luft nach unten dashen. Verdammt. So. Und wieder hoch. Warum ist die Matte hier grau? So. Okay, wir gehen mal hier hoch. Denn hier ist auch noch Stuff zum Einfärben. Warum ist der hier... Warum? Ich vermute, dass die... Ah, nee, ich weiß warum. Deswegen. Okay. Ah, hier ist das Anchovium. So. Wie kommt hier Tinte hin, Feindliche? Wer war das? So, noch ein Level. Level 18. Das Level haben wir, das haben wir, das haben wir. So, dann müssen wir jetzt in die Richtung. Da waren wir noch nicht. Alles einfärben hier. Wenn ich gleich diesen grünen Ballon machen muss, ist das nämlich ziemlich kacke. So, ist hier was? Außer dem Ausgang. Ich glaube nicht. So, einmal hier hoch. Einmal echt gut einschmieren hier alles, damit wir hier gut vorankommen. Außerdem sieht das gut aus, wenn alles schön grün eingefärbt ist. So, da muss ich jetzt rüberhüpfen. Heppa. So. Level nicht vergessen. Oh, das sieht ja auch wieder... Oh, ich glaube, die Dinger kennt man aus 1, die wir gerade gesehen haben, den Schatten da. Oh! Shit. Okay, ich muss mal zurück. Habt ihr es auch gesehen? Habt ihr es gesehen? Ne? Habt ihr aufgepasst? So. Ah, oh, war nur einer drin, aber egal. Okay, das ist jetzt... so. Tricky. Hier ist der Bosskessel. Ich habe doch jetzt nicht alle Level schon, oder? Ah, doch. Das ging flott. Okay, dann gehen wir zu 16. Nein, gehen wir nicht. Wir holen uns erst den Ballon. Ist das Vorgabe mit Arti? Mit Vorgabe Arti. Okay. So, wo war der Ballon? Der war hier da hinten. So, wo geht's hin? Ah, warte, von hier treffe ich den nicht. Okay, warte. Okay, da schnell rüber. Oh nein, wie mies. Oh, das war auch dumm. Bin ich da mit der Sniper vielleicht besser bedient, weil die weiter schießen kann? Vielleicht. Weil dann kann ich mich hier hinstellen. Darüber zielen. Den holen. Hier schon mal rüber. Wo jetzt? Oh, das ist echt gemein. Jetzt dahin.
Oh mein Gott. Okay. Jetzt können wir da wechseln. Alter, ist das mies. Okay, aber wir haben es geschafft. So, Sticker Nummer 4 haben wir auch. Anscheinend gibt es 5. Okay. So, okay. So, jetzt können wir aber zu 216 springen. Und Intermezzo auf der Bowlingbahn machen. Wir haben das Anchovium, wir haben kein Ticket gefunden, glaube ich. Holy shit, what? Okay, die Heldenwaffe will er haben. Ich hätte die verbessern sollen, ey. Damit die schneller schießt. Kriege ich die tot? Ja, kriegt man. Aber es bringt es was? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, die sind ja eh für den Tod gebaut. Anscheinend. Anscheinend sind sie das. So. Alol. Voll die geilen Automaten. So. Es hört echt nicht auf. Das ist ganz schön mies. Okay. Da-da-da-da-da. So. Warten wir hier mal. Die einfach weggeschoben werden von den Kugeln. Voll unfair. Und wenn die mich treffen, dann ist vorbei, weißt du? Jawohl. Sagt sie, jawohl. Ich weiß ja nicht. Ich habe Angst, dass ich hier was verpassen werde. Das Anchovium ist da links, das sehe ich schon. Okay. Nutze die Oktokugel als Deckung. Okay. Oder ich mache einfach so. Spiel. Mit so viel Skill habt ihr jetzt nicht gerechnet, wa? So. Oktoschütze, das ist eklig. Okay. Auch nicht so schwer. Okay, wir können hier runter. Ich kann da hoch auch. So. Oh, Ballon. Nehmen wir mit, auch wenn es nur einer ist. So. Sehr schön. Anchovium haben wir schon mal. Jetzt heißt es aber umso deutlicher gucken, denn wenn wir den letzten Checkpoint erreichen, ist nichts mehr mit. Lol. Ist nichts mehr mit Schriftrolle. So. Oh mein Gott, das ist ja voll die Antäuschmaschine. Oh. Holy shit, ey. Darauf war ich jetzt irgendwie nicht vorbereitet. Ist jetzt mal gut mit euch. Oh. Hilfe. Moment, ich muss jetzt erstmal hier hin. So. Frage ist, tun die mir weh, wenn die mich überrollen, wenn ich in der Tinte bin? Eigentlich ja, ne, weil die Tinte unter sich machen. Aua. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich keine Rolle übersehen habe. So. Was kommt hier? What?
What? Soll ich das Ding da treffen? Geht das? Also man kann die Kugeln zerstören. Wenn man diese Kugel oben trifft. Kann ich mir damit... Die kann so gar nicht rollen. Das geht physikalisch gar nicht. Wo kommen die Dinger immer? Hier. 10. Sind das immer 10? Weil dann hole ich mir jetzt 1000. Oder ich hole mir 1500. Ne, es kommen nicht immer 10 raus. Okay, ich glaube, das hat sich erledigt. Okay. Ich hätte noch alles einfärben können. Scheiße. Oh boy. Warte mal, ich habe eine böse Vorahnung, wenn man hier hoch kann. Ja. Hilfe. Man wird einfach weggedrückt. Oh mein Gott. Okay. Ich färbe erstmal alles ein, was geht. So, ich kann das da schon mal abschießen. Damit ich auch weiß, dass sich das lohnt. Und ja, es lohnt sich. Oh shit. Ich kann da den Boden schon mal einfärben, wenn ich treffe. So. Kann ich da hinten den schießen und schon mal einfärben? Nee, das geht nicht. Okay. Ja. Yeah. Färben die den kompletten Boden ein, wenn die hier lang rollen? Nein, okay. Scheiße. Wie soll ich das schaffen? Wenn ich die zerstöre, kommen die ja voll schnell neu und so. Also... Weil die werden ja damit generiert. Also ich krieg die ja nicht, Es dauert schon lange, bis ein neuer kommt. Da ist die Chance, wo die mich überrollen können. Also nicht überrollen können. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich zwei zerstöre. Dann habe ich Zeit. Ganz viel. Ja. Habe ich. Ja, habe ich dann wirklich. Dann habe ich mehr Zeit. Okay, sehr gut. Okay, haben wir. Und hier ist die Stelle, wo die halt nichts färben. Wenn man die nicht kaputt kriegt. Okay. Alles gut. Checkpoint. Wir dann ein Leben besser zugekommen. Alles easy. Und wir haben alles. Wie das den Ballon nicht juckt. So. Oh oh. Erstmal ein bisschen einfärben. Das zerstört die, das ist sehr nett. Ah, das ist nicht nett, was hier geht. Okay. Was willst du da oben? Stress oder was? Wo jetzt hin? Ah, da hoch. Ja, geil. So. Halleluja. Das Level muss ich noch mehrmals machen. Puh, das wird ganz schön stressig. Ich versuche gerade alles erstmal aufzunehmen für euch. Damit ihr,
alles gesehen habe vom Story Mode. Und die Waffen, da fehlen sogar noch drei, glaube ich. Mache ich dann offscreen. Gesucht Fischeiersammler. Keine Berufserfahrung nötig. Alter und Lebenslauf egal. Kinder leicht Geld verdienen. Schnappt ihr einen Freund und bewerbt euch gleich gemeinsam. So leicht ist das gar nicht. In der Festung der Oktokommandanten. Moment. Nee, Moment. Ich mache jetzt die Feier. Wir haben nur gesagt, wir decken immer die Welt auf und dann haben wir noch ein Level. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Splatoon 2. Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Ciao, ciao.